zweites. Ich kann richtig schlucken. Gedauert. Wir haben nur 600.000 Euro gemacht hier. Das ist schon ein bisschen wenig, ja. Also klar, da hätte man jetzt auch mal ein Auge zudrücken können. Aber ganz ehrlich, da verläuft mir doch meine Wimper. Ja, aber wovon kaufst du dir eine neue? Ich meine ganz ehrlich. Das ist es eben, das ist es eben. Hier ein Gucci-Schal, da ein paar Schuhe. Wenn man Trendsetter sein möchte, muss man da mitgehen. Du, meine Titten sind von Armani. Beide? Hat die selber aufgepustet. Oh mein Gott, Alter, was ist das denn gemacht? Also mein Kleid rutscht ein bisschen, ja, wir haben vorher jetzt nicht geübt, ja, wir versuchen das. Sind wir gerade hier auf den Boxen? Ich glaube schon. Das ist aber auch verdient. Hallo. Das ist aber verdient. Wir haben uns, also ganz ehrlich, wir haben uns hier reingearbeitet, ja. Und der Kameramann weicht auch ein bisschen Gramm zurück gerade. Ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Das ist einfach so Stößchen. Ich glaube, dein Zoom ist ihm zu hart. Ja, doch ein geiles Objektiv. Ja, wie lange das wohl werden kann? Wie weit kannst du noch rausfahren? Oh, kein Problem. Oh, du bist aber schön. Wo hast du die Frisur gemacht? Schlippenhaber? Oh, da war ich neulich. Ist das, wo das 10 Euro Danke. Kostet? Das war ja der 5 Euro, ne? Beim Döner vorbei, ja, genau. Euro. Ja. Ja, geil, Alter. Ja, aber siehst gut aus. Bist schön. Siehst sehr gut aus. Und von innen auch. Also mich kotzt das ja an. Sack. Mich kotzt das ja an, wenn Leute nicht zu Udo Walz gehen können. Udo Walz? Ja. War das nicht der Friseur? Doch, oder? Ach so, ich war nur bei Meckes. Ach so. Wollen wir kurz nach oben gehen? Weil wir haben jetzt... Bei Meckes beim Friseur? Was war das denn? Das gab's mal zur Junior-Tüte, Mann. Den Nugget-Cut, oder was? Und jetzt noch der Klassiker, ich muss das nochmal sagen. Ja, und dann habe ich 18 gekauft, ne? Ja, wirklich. Ja, und dann haben wir richtig krass Business-Talk gemacht. Da war dann die Dividende drauf, ne? Dann ging dann eigentlich. Und ganz wichtig ist, ne? Christen. Ja, wir sind komplett kirchlich erzogen. Das ist richtig. Ja, kein Sex während der Ehe. Das ist richtig. Du bist ja auch mehr Schneewittchen heute, ne? Ja, ein bisschen. Ich habe mir sagen lassen, ich bin der Papst. Man sagt mir nach, ich bin so ein bisschen wie der Klöckler. Glöckler? Klöckler? Ich weiß, wie er heißt. Heißt er nicht Glöckner? Ingo. Der Glöckner von Notre Dame. Von Notre Dame. Also das war Absicht. Wir gehen mal ganz kurz nach oben, ja? Da sind nämlich unsere Freunde. Ja. Wir wollen die auch mal begrüßen ein bisschen. Moment, das dauert jetzt ein bisschen. Sollen wir den Aufzug nehmen? Ganz ehrlich, Respekt an die ganzen Frauen da draußen. Sollen wir nicht einen Aufzug die nehmen? Die tagtäglich, nee, komm, wir gehen ja zu Fuß, so, die tagtäglich auf solchen Schuhen rumlaufen. Es ist mir ein Rätsel. Okay. Aber nicht unter das Kleid filmen. Da habe ich nämlich Dschungelcamp. Oh, Alter. Ah, Single-Männer. Ihr seid aber auch schön heute Abend wieder. Oh. Ach. Hi. Du hast doch viele Viewer auf Twitch, oder? Oh. Was passiert hier? Wo denn? Moment. Oh nein. Dich fick ich auch noch. Oh, noch. Oh nein, mein Krönchen. Hey, mein Krönchen. Oh. Jedes Krönchen gibt ein Stöhnchen. Okay, wo ist mein Ehering? Da. Wo ist mein Ehering? Ist einfach weg. Wird bei eBay versteigert. Dankeschön. Das ist meine Tiara. Das steht dir erstaunlich gut. Ja, ich weiß. So, lass mal reingehen. Ist ja auch gekauft mit Goldanlagen. Oh, scheiße. Heb sie bitte nochmal auf. Oh, ja. Geil, ey. Dankeschön. Also, ich bin ganz ehrlich, alle Frauen, die jemals Absätze tragen, holy moly. Nein. Ich hab abgenommen. Das Schöne ist, der Bram hat auch einen Bauchnippel. Ja. So ein Bauchnippel, der guckt 3 cm raus. Das kann man mitspielen. 3 cm reicht mir schon. Ja, der kann tief genug in dir drinstecken.